Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal mein Meerwasserbecken vorstellen. Dieses Becken läuft einmal zur Technik, nur mit einer Strömungspumpe, Heizstab, Beleuchtung. Und das jetzt seit mehr als 2 Jahren. Ich möchte euch mal nach 2 Jahren zeigen, wie es sich so entwickelt hat. Hier habe ich einen kleinen Röhrenwurm. Ein paar Kugelalgen, aber das stört mich alles überhaupt nicht. Es wird alles so gelassen, wie es ist. Eine große Kupferanemone mit ein Pärchen Clownfische drin. Ein kleiner Blenny, der hat da eine Röhre für sich, die er beansprucht nimmt. Es kam jetzt mal testweise, weil das Becken so gut läuft, ein paar SPS dazu. Einmal habe ich hier eine Milka. Polypen sind alle schön offen. Und einmal hier unten noch eine SPS. Die hat hier unten leider totes Gewebe. Das liegt aber am Transport, weil sie zum Teil ohne Wasser kam. Also da ist die Tüte ausgelaufen. Aber sie macht sich trotzdem, stehen sonst die Polypen alle gut. Ein Problem, was mir nicht so gefällt, ich habe in diesem Becken Glasrosen, aber dafür habe ich hier oben einen Einhängekasten und da kann man es, glaube ich, schon erkennen, da habe ich Bergierschnecken. Die haben wir schon auch reichlich abgeleicht. Da sieht man schon wieder diesen Weiß, sprich ich muss mal wieder eine Glasrose in den Kasten schmeißen, weil dann werden die Zipfel von denen braun, also grau, und dann sieht man, sie haben genug und jetzt gerade ist wieder weiß, sprich, die brauchen wieder Futter, aber das mache ich später. Zum Versorgungssystem vielleicht nochmal, ich versorge eigentlich nur Calcium, das mache ich halt manuell, und ein bisschen Jod gebe ich hinzu, aber mehr mache ich nicht und die Korallen stehen alle super. Klar, die Anemone, die für mich sein muss, also wer Clownfische hält ohne Anemone, das ist für mich nicht artgerecht. Auch die ganzen Menschen, die ich sehe auf YouTube und so, die meinen, sie müssten welche einsetzen von den Clownfischen, die aber dann keine Anemone mit zugeben und sagen, die geht auch in eine Pilzlederkoralle. Ist für mich nicht artgerecht, weil Clownfisch und Anemone gehört zusammen. Das ist zusammen ein Tier, so wie ich das sehe. Und ich finde die beiden hier, da sieht man das große Weibchen und das kleine Männchen, topfit, leben nur in der Anemone, auch nur in diesem kleinen Radius. Also da sehe ich auch bei der Beckengröße überhaupt kein Problem. Wir haben 120 Liter circa. Mit dabei sind noch ein paar, habe ich noch eine Symbiosegrundel, eine Lanzengrundel. Da sieht man, man sieht sie gerade nicht. Da hat der Knallkrebs quasi eine Höhle gebaut. Die geht hier einmal überall unter diesen Stein entlang. Wir füttern die gleich mal, dann kommt sie auch raus. Röhrenwurm, Prachtröhrenwurm, für mich wunderschön. Da hinten ist noch ein kleiner Seeigel. Und das ist im Großen und Ganzen das Becken. Korallen wachsen und wuchern ohne Ende. Pumpende Zähnchen. Überall. Ich finde die einfach so schön. Die sind so lebendig. Hier habe ich eine Euphi. Die, wie gesagt, die kam mit den SPS-Korallen erst vor 4 oder 5 Tagen. Die geht noch nicht ganz so auf. Aber da gebe ich einfach noch ein bisschen Zeit. Da würde ich sagen, dann füttern wir mal. Hier habe ich noch eine kleine Zoanthus. Ist das alles offen. Alles steht super. Wir füttern mal eine Runde. Erste Fütterung habe ich mal die Abdeckung aufgeschoben. Hier sehen wir noch einmal die Beleuchtung. Und dann füttern wir mal. Auch ganz schön hier die Scheibenanemone. Dann sieht man es nicht ganz so gut, weil es Oberfläche bewegt. Aber dann gibt es rotes Plankton und Artemia. Gebe ich jetzt einfach hier in die Strömung rein. So. Gucken wir doch mal.
Alle sind jetzt auf der Suche. Gucken wir doch gleich mal, ob wir auch die Symbiose grundeln. Ich habe ein Pärchen, also ein Männchen und ein Weibchen, also zwei. Letztendlich gucken wir doch mal, ob wir die gleich zu Gesicht bekommen. Ja, ich gebe dem Becken Phytoplankton hinzu. Genau. Einmal am Tag. An der Stelle sieht man auch nochmal das Pärchen Symbiose kundeln. Leider an einer ungünstigen Stelle. Aber da sieht man dann nochmal. Ich danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.